Heute schauen wir uns den Account vom FireRusher HD an und er ist noch sehr stark am Anfang, aber mal schauen, was ich machen lässt. Und somit begrüße ich euch zu einem weiteren Account-Review. Und zwar ist das jetzt eine kleine Besonderheit und ich muss sagen, es ist wirklich eine Ausnahme. Ja, ich kriege jetzt immer mal wieder ein paar Account-Review-Anfragen und... Nein, das hat eigentlich mit dem einen und dem anderen gar nichts zu tun. Ich habe gerade irgendwie was übersprungen. Fangen wir mal ganz von vorne an, ja. Erst einmal, ich kriege derzeit einige Account-Reviews-Anfragen wieder. Die muss ich leider erstmal ablehnen, denn ich mache derzeit erstmal keine Account-Reviews mehr. Einfach schon allein aus dem Grund, dass ich jetzt erstmal den Umzug hinter mir haben möchte und ich jetzt erstmal die Liste, die ich jetzt noch habe, abarbeitet haben möchte. Und deswegen... Ja, seid mir da nicht böse, ich werde auf jeden Fall wieder welche annehmen, wenn soweit alles geklärt ist. Ja, das möchte ich nur mal ganz kurz vorab sagen. Das nächste, was ich eigentlich gerade sagen wollte, die Besonderheit jetzt hier wird wahrscheinlich sein, dass ich ein bisschen an den Runen rumfummeln werde. Dadurch, dass heute FRR ist, das hat er mich drum gebeten, dass ich eventuell ein paar Runen anpasse. Er hat sehr wenig Monster. Wirklich wenig Monster. Und... Ja, er ist wie gesagt sehr stark am Anfang. Ich glaube, er hat GB10, ist er gerade erst dabei zu machen oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, wie weit ist GB10. GB10 ist wenigstens freigeschaltet, GB10 auch und okay. Okay, gehen wir erstmal auf die Monster ein. Also ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Runen machen werde, ob ich das live machen werde oder ob ich es cutten werde oder so. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, muss ich mal gucken. Ich muss jetzt nur davon ausgehen, dass er noch nicht so die krassen Runen haben wird, nehme ich mal an. Man könnte, die Frage ist, welche Monster soll ich denn verbessern? Aber okay, wir gucken einfach mal uns jetzt erstmal die Monster an und dann gehen wir einfach mal drauf ein, was man verbessern könnte, worauf man Augenmerk legen sollte, vor allem jetzt sehr stark am Anfang, ne? Vero ist aber dabei zu machen, wie ich gerade sehe, das ist schon mal auf jeden Fall der richtige Weg. Gut, fangen wir mal mit Lucian an. Er ist wie gesagt sehr stark am Anfang, ich weiß nicht, ob da schon DB10-Auto laufen kann. Müsste aber eigentlich, oder? Aber okay. Schauen wir uns Lucian an. Lucian ist auf jeden Fall erstmal Max-Skills. Das ist zum Beispiel sehr cool. Boah, ich habe so krasse Nackenschmerzen. Das ist abartig, ne? Boah. Aber okay. Er ist auf Attack. Crit Damage. Attack. Das sieht gut aus. Crit Rate. Crit Damage ist sogar... Also Crit Rate hat den optimalen Wert. Also, naja, 10% drüber über den optimalen Wert. Daher sehr gut. Crit Damage. Okay. Attack. Ja, es passt. Es gibt ein sehr cooles Video von jemandem. Da wurde das sehr gut erklärt, wie man das zum Beispiel mit Fatal Klinge sehr gut anpassen kann. Ich versuche es mal unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Ja, so habe ich nämlich meinen Lucian mehr oder weniger auch ein bisschen drauf geprägt. Mit Bernard Buff und Megan Buff. Also wenn du die Buffs halt, wie viel Schaden er dann ungefähr machen würde mit dem Crit Damage und mit dem Attack Wert. Wie gesagt, es ist ein ziemlich cooles Tutorial-Video, was speziell auf Lucian ist. Ich packe es oder ich versuche mal dran zu denken, es unten in die Videobeschreibung zu packen. Ansonsten erinnert mich bitte mal an einen Kommentar dran, dass ich das da reinpacke. Gut. Aber im Großen und Ganzen sieht er echt ganz okay aus. Ein bisschen wenig Speed. Er sollte nicht zu wenig Speed haben, dass er zum Beispiel nicht outgespeedet wird. Vor allem in der Hinsicht Arena später dann. Aber im Großen und Ganzen gefällt er mir sehr gut. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Hier würde ich jetzt am Anfang kein großes Augenmerk mehr drauf legen. Er sieht mehr oder weniger, wie gesagt, für deine Verhältnisse echt gut aus. Ja, dafür, dass du wahrscheinlich nicht mal richtig GB10 laufen kannst, sieht er echt gut aus. So, Lagmon ist auf Tempo Klinge mit Speed, Crit Damage, Attack. Ist auf jeden Fall schön schnell, das gefällt mir. Hat sogar sehr guten Crit-Ratenwert dafür. Auf deinen Stand, bin ich echt abused, muss ich sagen. Okay, keine Max-Skills, also da kommt noch gut Schaden raus, kann man sagen. Speed, Crit, Damage, Attack. Also, der sieht gar nicht mal so übel aus. Also, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich Lagmon jetzt nicht ganz auf dem Schirm habe, muss ich mal ganz kurz das nachgucken. Nagel den Feind fest und... Je schneller dein Angriffstempo, desto größer wird der Schaden. Das Angriffstempo wird 2 Runden lang erhöht, wenn du einen kritischen Treffer landest. Okay, greift alle Feinde an und schwächt 2 Runden lang ihre Angriffskraft, betäubt deine Runde. Also, hier für den dritten Skill, so wie ich das jetzt rauslese, skaliert er nicht mit Speed, sondern nur der zweite. Da fehlt mir ein bisschen Attack. Für den dritten Skill. Für den zweiten Skill ist es natürlich ziemlich cool. Gefällt mir aber eigentlich. Also im Großen und Ganzen fehlt ein bisschen Attack in meinen Augen. Gut, Speed ist immer ausbaufähig, ne? Da kann man auf jeden Fall was machen. Ansonsten gefällt er mir. Also Accuracy, ja, weiß nicht, muss er glaube ich nicht unbedingt haben. Crit Rate sieht gut aus. Crit Damage gut, ist ausbaufähig später sowieso. Aber da er jetzt am Anfang ist, sieht er gut aus. Wenn ich jetzt recht habe, dass der dritte nicht mit Speed skaliert, dann fehlt
ein bisschen Attack für den dritten Skill, da es das die AOE-Attacke ist, die die meisten Schaden machen sollte, finde ich jetzt. Aber im Großen und Ganzen sieht er gut aus. Also man könnte ihn, glaube ich, auch noch auf Fatal Klinge bauen. Wäre, glaube ich, auch noch machbar. Aber ich glaube, Tempo Klinge würde ich auch bevorziehen. Speed, Crit Damage, Attack. Du erreichst den Crit-Ratenwert mehr oder weniger. Also gut, finde ich auch erstmal. Würde ich mich auch erstmal gar nicht drauf konzentrieren. Gefällt mir auch sehr gut. So, gehen wir mal auf Bella. Ist auf Tempo Fokus. Mit Speed, HP, HP. Okay. Die sieht... Na gut, hier fehlen zwei Level, also kommt ein bisschen HP noch zu. Für Dragons reicht die easy aus. Also für Dragons reicht die locker aus. Ja gut. Also bis jetzt sehe ich noch nichts, was ich an Runen ändern müsste gerade. Ja, ich kann mal gleich nochmal so grob gucken, ob man was verbessern könnte in irgendeiner Hinsicht. Aber jetzt gerade sehe ich nichts, was man verbessern könnte. Also die gefällt mir richtig gut. Die Runen scheinen auf jeden Fall gewählt zu sein. Also ich muss sagen, für den Stand, dass du jetzt eventuell noch nicht safe jetzt Dragons farmen kannst oder Giants oder so, gefällt es mir gut. Also mir bin ich gerade ein bisschen buff. Gut, ein bisschen HP, ein bisschen Speed könnte man natürlich hier noch reinbringen in der Zukunft, vor allem wenn man Richtung Dragons geht. Aber für Giants reicht das eigentlich aus, was Bella angeht. Gefällt mir. Also wie gesagt, du könntest noch Fokus. Gut, Fokus... Accuracy sollte sie schon ein bisschen haben, wegen Deathbreak, Strip und all so ein Kram. Man könnte sie noch auf Energie setzen, dann ist sie nochmal ein bisschen tankiger. Dafür geht die Accuracy halt ein bisschen flöten. Außer man hat sie gut in Substats drin, was jetzt hier nicht der Fall ist. Das könnte man aber machen, aber muss nicht sein. Deswegen, also man kann sie auch auf Fokus spielen, das ist jetzt nicht so verkehrt. Ich glaube, wir schauen uns das gleich einfach mal an bezüglich Giants. Was da eventuell läuft und was eventuell nicht läuft. Gut, der hat jetzt kein Vero, er hat kein Kona, sprich, es wird sehr schwer sein wegen den Debuffs, die der Giants macht. Aber wir schauen einfach mal nach gleich. Julie hingegen ist auf Zornklinge mit Attack, Crit Damage, Attack. Ja gut, hier fehlt natürlich die Crit-Rate ein bisschen, ne, wenn du sie wirklich auf Damage spielst. Ich war auch da, also ich bin auch gerade dabei, mir eine Julie zu bauen. Gut, der letzte Skill ist natürlich, das Ding ist, sie muss schneller sein. Das liegt einfach daran, weil sie macht den meisten Schaden, wenn, also mit dem letzten macht sie den meisten Schaden, wenn die HP voll ist. Ansonsten macht sie nicht den Schaden, den sie eigentlich machen sollte. Sprich, vor allem im PvP, wenn du jetzt zum Beispiel Bernard, Lucian, Julie, Megan Combo machst, sollte Julie auf jeden Fall schneller sein als dein Lucian und am besten nicht gecuttet werden. So, dass sie Schaden nimmt und weniger Damage machen würde. Sprich also, der Speed ist bei Julie in der Theorie nicht zu vernachlässigen. Also man muss schon ein bisschen auf den Speed achten, vor allem im PvP-Bereich. Im PvE-Bereich sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen, Crit-Rate ein bisschen zu wenig. Crit-Damage, gut, ist auf Zorn, ne? Attack ist zum Beispiel so. Also das ist mal so ein Ding. Julie ist so ein Ding, je nachdem, wofür du die brauchst. Für meine Verhältnisse zum Beispiel muss ich sie nicht unbedingt auf Hettelklinge bauen oder auf Zornklinge bauen, weil bei meinem Zweck ist es einfach, dass sie so gesehen, dass die einfach, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass mein Lucian noch nicht den Damage macht, dass die das Team in der Arena one-hitten würde. So. Und Julie soll die Gegner einfach nur so ein bisschen anlutschen. So gesehen, dass Lucian dann den Rest machen soll. Deswegen baue ich mir eine Julie, da ich keine weiteren AOE-Damage-Dealer habe, außer Tesha. Und ich finde Julie wesentlich einfacher zu bauen als Tesha. Und ja, deswegen baue ich mir zum Beispiel eine Julie. Und deswegen ist es bei mir nicht so wichtig, darauf zu achten, auf Attack, auf Crit etc. Ja, das ist bei mir jetzt erstmal relativ. Ich werde meine nämlich auf Speed Crit Damage Attack wahrscheinlich bauen, dass sie schon ein bisschen Schaden macht, aber auf jeden Fall wesentlich schneller sein wird. Deswegen muss man gucken, wofür man sie wirklich benutzt. Ob man sie jetzt in Giants nutzen will oder ob man sie wirklich nur für PvP nutzen will. Das muss man dann halt so ein bisschen anpassen. Ja, aber so im Großen und Ganzen Attack, wenn du jetzt wirklich auf ihr Damage gehen willst, was wonach es aussieht, ein bisschen mehr Crit und Damage und nicht den Speed vernachlässigen. So, das sind die Tipps, die ich dir hier geben kann, aber da können wir gerne gleich mal, hier könnten wir gegebenenfalls mal gucken, sie ist aber halt noch 35, also daher die Werte variieren sowieso noch ein bisschen, aber okay. Megan ist ungeruhnt, okay, Megan könnte man ruhen, das werden wir schaffen. Ich weiß nicht, Megan, hast du eine Shannon? Du hast keine Shannon, oder? Ich sehe keine Shannon. Ich weiß nicht, ob der noch was im Lager hat, ich kann mal kurz gucken. Hat der noch irgendwas Cooles im Lager? Karl, Xiaolin, Riegel, Lua. Ich sehe keine Shannon.
Orochi. Orochi, okay, du hast mehr oder du hast genug Windnuker eigentlich. Brauchst du nicht für Giants. Xiaoling, sehr cool auf jeden Fall für später. Okay, ich sehe keine Shannon. Okay, dann wirst du so oder so eine Megan brauchen für Giants, wenn du keine Shannon hast. Shannon würde ich bevorziehen für Giants. Vor allem am Anfang wesentlich angenehmer als Megan. Aber Megan geht als Alternative, aber es ist wesentlich schwerer. Aber wir schauen mal, was wir hier machen können gleich. Emma ist hingegen auf Gewaltwille, das ist sehr interessant. Ist auf Speed, Death, HP. Gewalt sieht auf jeden Fall gut aus, kannst du auf jeden Fall machen. Du könntest sie auch am Anfang meinetwegen erstmal auf Tempo setzen oder so. Das Wichtigste ist einfach, dass dieser Max-Skill ist. Also der Skill Max ist. Das ist sehr wichtig, ansonsten macht sie nicht viel. Wille, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall an sich nichts Verkehrtes dran. Energie oder so tut es zum Beispiel auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie mal sagst, ich möchte jetzt meine Perna ruhen und du möchtest da die Wille drauf haben oder irgendwas anderes, dann muss hier nicht unbedingt Wille drin sein. Ja, Speed, Death, HP kann man auf jeden Fall machen. Könntest auch HP, HP oder so machen, das geht auch. Sie ist jetzt 35, was ihr ein bisschen fehlt, ist auf jeden Fall HP, Speed. Sie sollte auf jeden Fall sehr schnell sein. Sie kann strippen, sprich vielleicht ein bisschen Accuracy noch mit reinpacken. Das sind so Sachen, die hier wichtig sein könnten für die Zukunft dann halt, ne? Mehr HP, mehr Speed, ein bisschen mehr Accuracy, so um die 30% sollte ungefähr klappen. Und wichtig ist, dass der Max Skill ist, ansonsten macht sie nicht viel. Aber ansonsten, Runeset und so ist auf jeden Fall vollkommen okay. Wille muss, wie gesagt, nicht unbedingt sein. Kannst auch am Anfang Energie nehmen, wenn Wille ist natürlich jetzt für dich fast unmöglich noch zu farmen. Deswegen muss man überlegen, Schutz ginge sogar gegebenenfalls auch als Alternative. Ja, Schutz ginge zum Beispiel auch noch als Alternative anstatt Energie. Je nachdem, was du gerade hast. Geht auch Broken. Broken geht auch am Anfang. Genauso wie jetzt Jeremy mit Julie. Das ist das, was ich eben sagen wollte. Bei mir ist es egal. Ich werde Fatal Broken wahrscheinlich machen oder komplett Broken Klinge oder so machen. Hauptsache, die Stats passen am Anfang erstmal hauptsächlich bei ihr. Beretta ist auf Qual Fokus. Qual ist auf jeden Fall richtig. Ist auf Speed, Attack, HP. Also ich würde ihn eher tanky bauen, weil TOA kann sehr anstrengend sein, sprich er kann sehr leicht auf die Omme kriegen. Ich würde ihn eher Speed, HP, HP bauen. Die Dots skalieren meines Wissens sowieso nicht mit dem Attack-Wert, sprich also es ist irrelevant. Und ich würde einfach auf HP, HP gehen. Also Speed, HP, HP, Qual-Fokus kannst du meinetwegen lassen. Qual sowieso, Fokus gut. Also er braucht sowieso ein bisschen mehr Accuracy. Das sowieso. Also das 26 ist zu wenig. Da wird schon, boah, also Beretta, dass er die Dots landet, sollte schon mehr haben. Vor allem mit Turbulenz auch noch, dass er den Angriffsbalken ein bisschen zurücksetzt. Also mehr Accuracy muss auf jeden Fall her, mehr HP muss her. Speed, okay, das ist muss angepasst werden so ein bisschen. Vom TOA-Team dann am Ende. Aber das sind noch Sachen, wo man dran arbeiten könnte. So, Hua ist auf Tempo, Klinge, Endrund. Crit Damage war hier drin. Das sieht auf jeden Fall richtig aus, aber die Flat Stats stören mich ein bisschen. Tempo, Klinge würde ich auch sagen. Man kann sie später noch auf Vio Klinge bauen. Aber da muss der Speed dann schon wieder ein bisschen stimmen. Er hat jetzt keinen. Also gut, hier kann ich nicht wirklich drauf eingehen. Wichtig bei Hua ist einfach, dass die Crit-Rate bei 70% ist und dann Rest auf Crit Damage. Es gibt auch noch eine Tanky Hua-Option, aber ist Geschmackssache. Ansonsten Speed, deswegen würde ich Tempo auf jeden Fall bevorziehen. Attack, sehr wichtig. Halt die typischen Newcore-Sachen. Accuracy brauchen sie nicht unbedingt. Kann man machen. Da sie ja auch Dots landen kann und so ein Kram. Kann man gegebenenfalls machen. Muss man aber nicht machen. Ja. Perna ist auf Gewaltklinge. Attack, Crit Damage, Attack. Also die Crit-Rate stimmt natürlich auch nicht. Der Crit-Damage-Wert ist auch noch sehr low. Und Attack ist sehr low. Und der Speed gut. Also ein bisschen Speed sollte sie auf jeden Fall haben. Also die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ich würde sogar sagen, bau deine Perna zum Beispiel vor Julie. Weil Julie, ich glaube, Perna wird dir spätestens in Dragons wesentlich mehr bringen als in Julie. Ich meine, Julie ist nicht schlecht. Ja, Julie ist echt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde Perna in der Hinsicht ein bisschen vorziehen. Und dann würde ich wahrscheinlich Perna erstmal die Wille-Runen geben. Sie ist gut, ist jetzt Speed. Wobei, du könntest Perna auch am Anfang Tanky bauen. Sagen wir mal Speed, HP, HP. Das geht da auch. Ja, es gibt auch Tanky-Pernas. Und das könnte dir eventuell vor allem in Dragons später wesentlich mehr helfen. Musst du mal gucken, wenn du soweit bist.
Ja, also ich fummel jetzt an deiner Pörne auf keinen Fall rum, weil ich weiß nicht, welche Richtung du gehen möchtest. Ich würde dir am Anfang wahrscheinlich echt die Tanky-Variante eher empfehlen, anstatt die Damage-Variante. Wobei du wenig Wassernuker hast, du hast noch keinen Theomas oder sowas, was dir später eventuell helfen könnte. Pörner hilft dir jetzt natürlich nicht wirklich in Giants. Foix könnte dir wirklich helfen in Giants. Da bin ich, ich benutze sie auch in meinem Team und die könnte dir echt helfen. Hier werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen rumfummeln. Hier, ja, ist natürlich noch ausbaufähig. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber da wird sich bestimmt was machen lassen. Ja, also hier fehlt auf jeden Fall die Crit-Rate, Crit-Damage, Attack, Speed, okay. Ja. Bernard ist auf Speed, HP, HP, das sieht gut aus. HP-Wert, ja, Schnelligkeit kommt immer drauf an. Also Bernard sollte immer der Schnellste sein in deinem Team. Auch später, wenn du eventuell das mit der Lucian-Julie-Kombo und Megan bla machen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, Bernard noch schneller zu machen, weil der wird sehr leicht auszuspeedet, vor allem später. HP, Speed, Accuracy, so ein bisschen, 30% ungefähr ist ja. Also im Großen und Ganzen sieht er okay aus. Sollte eigentlich, für Giants sollte es ausreichen, werden wir gleich sehen. So, Charlotte, du hast echt nur Wind-Nuker. Charlotte ist auch sehr cool, vor allem in TOA oder halt in, ja, in Giants kann man sie auch nutzen, ja. Speed, Attack, okay, kann man machen. Ist jetzt nicht so verkehrt. Man könnte sie natürlich auch typisch Nuker-Build bauen, aber ich glaube, Attack ist für den Anfang auf jeden Fall nicht verkehrt. Qual, Klinge. Klinge muss, glaube ich, hier nicht unbedingt sein, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie damit critten kann. Ich weiß nicht, ist das, bei Rika habe ich nie darauf geachtet, ganz ehrlich. Ja, also im Großen und Ganzen sieht es okay aus, die ist noch 35, deswegen ist es sowieso schwer darauf einzugehen. Ich würde noch ein bisschen mehr Accuracy nehmen, dass sie die Dots und allen möglichen Kram landet. Die ist natürlich sehr anfällig, was Dots angeht. Sie kann sleepen, sie kann stunnen, sie kann Dots verteilen und was weiß ich. Also da würde ich vielleicht ein bisschen drauf achten. Gut, und mehr ist hier nicht, worauf ich eingehen kann. Okay, jetzt möchte ich mal ganz kurz wissen, wie es mit deinem Giants-Team aussieht. Legman, Lucian, okay. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie es läuft. So. Schauen wir mal. Also, Autorun, wie läuft's? Okay, Legman zur Schnellste, dann kommt Bernard, das ist schon die falsche Reihenfolge. Okay. Also, Lucian macht einen guten Job. Der Rest ist noch ein bisschen low, was Damage angeht. Selbst Legman ist sehr squishy, was der Damage angeht. Ja, der macht echt noch nicht so viel Damage, wie ich es gerade erwartet hätte, muss ich sagen. Der Lucian ist gut. Der Lucian macht echt guten Schaden. Muss man schon sagen. Der ist nicht so schlecht. Aber der Schaden von Legman, der enttäuscht mich ein bisschen. Ja, okay. Das sind natürlich sehr viele Multi-Hits und das könnte natürlich daran liegen, dass das scheitern wird, weil der Giant natürlich auf Multi-Hits sehr anfällig ist, kann man sagen, und nach jedem siebten Hit, glaube ich, eine mächtige Attacke macht, sprich Lucian wäre One-Hit. Und ich schätze, daran wird es nämlich scheitern. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Und deswegen finde ich zum Beispiel wesentlich besser. Du könntest Legman und Lucian meinetwegen am Anfang jetzt erstmal lassen. Wir gucken uns das gleich an, aber ich würde Charlotte rausnehmen und dafür die Megan reinsetzen. Das wird es einfach nochmal ein bisschen safer machen durch den Dev-Buff zum Beispiel. Und die würden natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden machen, dadurch, dass ein Attack-Buff reinkommt. Aber das schauen wir uns gleich an. Also ich will Megan würde ich ganz gerne gleich mal ruhen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das safe ist, das Team, weil, wie gesagt, zu viele Multi-Hits sind. Vor allem mit Lucian auch schon. Lucian ist natürlich, und Charlotte sowieso, sehr Multi-Hitter. Legman, okay, das sollte noch gut gehen. Legman sollte auch sehr gut für für GB10 sein. Aber wir schauen gleich einfach mal. Aber ich würde dir raten, gut, Vero wird es natürlich auch vereinfachen, dann würde ich Lucian rausnehmen, Legman drin lassen. Charlotte raus für Shannon bzw. Megan. Und das sollte dann eigentlich safe laufen. Legman enttäuscht mich ein bisschen, wie gesagt, vor allem mit seinem Flächenschaden, enttäuscht er mich ein bisschen. Ups, da habe ich das vergessen auszustellen. Wegen meinem Smurf, aber die Multi jetzt, das wird das... Oh, der hat das ausgehalten. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, war kein Deathbreak drauf, ne? Aber wir schauen mal, ist das safe? Also mal gucken, ob das jetzt... Rebella, ja, das ist klar, wegen dem Deathbreak hat, deswegen ist er... Ja. Deswegen ist ja zum Beispiel Vero sehr wichtig, dass er cleanst, dass er genau das cleanst. Ne? Das ist halt das große Ding. Das Ding ist halt, der Death-Buff von... Megan gleicht das wieder so ein bisschen aus mit dem Deathbreak. Deswegen... Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir schauen uns jetzt erstmal an, Megan. Vor allem, welche Runen hast du? Wir gehen einfach mal auf Tempo. Du hast hier oben eine Accuracy, Rest, Speed, Crit, Damage Rune. Da fehlt die HP ein bisschen. Hier, dies zum Beispiel wäre relativ cool für sie. Allein, dass sie guten HP-Wert hat, Accuracy hat, passt erstmal. Gut, dann können wir erstmal weitergehen. Was haben wir hier? Das war anscheinend eine graue Rune, weil die Werte sind sehr, sehr, sehr mau. Das sieht schon wieder ein bisschen besser aus für Megan, wegen HP und Accuracy, den Rest ein bisschen.
Def, HP, Speed. Speed sollte sie auch auf jeden Fall haben. Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen. Ich setze jetzt die mal rein. Das ist die beste, die ich jetzt so gerade gesehen habe. HP, da ist sogar ein bisschen... Okay, da ist Kritrate drauf, aber da kann man noch ein Auge zudrücken. Sagen wir mal, wir setzen die jetzt hier rein. Ja, könnte man machen. Def, Accuracy, nee. Gut, die sind alle nicht geruht, aber die Subwerte sind auch relativ shit für sie. Also das ist jetzt so die beste, die ich jetzt gesehen habe. Und jetzt am besten noch Energie, Fokus, je nachdem, was wir so haben. Wir nehmen jetzt, gehen einfach mal auf Energie. Was hast du denn hier bei Energie? Hast du hier eine Speed-Rune? Hasse. Def und Accuracy, Crit-Rate, könnte man in der Regel provisorisch reinsetzen. Ist jetzt nicht so verkehrt. So. Was hast du hier unten? Hier hast du natürlich nur eine Rest-Rune. Gehen wir mal Broken. Hast du hier irgendwo eine HP-Rune in Slot 6? Irgendeine HP-Prozent-Rune? Fokus? Ja, naja. Kommt drauf an, wo es reinrollen würde. Wo würde das denn reinrollen? Wenn das jetzt nicht in Speed reinrollt, ist hier eigentlich sowieso Müll. Wir schauen mal, ob sie in Speed reinrollen würde. Geht's in Speed? Nope. Eigentlich ist es schon Müll. Aber okay. Na. Frost, da fehlt irgendwie der Speedwert. Ich würde sagen, die geht noch einigermaßen. Es geht. Es geht von den Werten her. Wird ein bisschen squishy sein. Das ist eine Speed-Rune. Die kann man noch einmal aufwerten und hoffen, dass da was gut... Eigentlich ist sie nicht mal so gut, die Rune. Na, bleib mal. Nee. Stopp. Die ist nicht mal... 12 Worth. Vielleicht am Anfang. Könnte man in der Theorie mal so machen. Ich hasse es, Runen zu ruhen. Wisst ihr das? Ich hasse es, für andere zu ruhen, weil ich nie weiß, ob ich es darf oder nicht. Accuracy-Wert ist natürlich sehr low. Fokus. Haben wir hier irgendwas mit Fokus? Fokus. Eine HP-Rune mit Fokus haben wir. Haben wir eine Speed-Rune mit Fokus? Tja, eine 4 Sterne. Aber graue Runen würde ich nicht aufwerten. Das bringt es am Ende nicht wirklich. Also gut, wir haben hier eine sehr gute, na, für sie eher unpraktische. Irgendwie weiß ich nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Wie gesagt, das ist ja Free Rune. Ach Gott, ich weiß nicht, ob ich das darf, Mann. Ich hasse es. Ich meine, er hat gesagt, ja, ich soll's machen. Ja, er hat gesagt, er hat mich ja drum gebitten. Ich mach das jetzt. Ich möchte es nämlich ganz gerne ausprobieren. So. Ich möchte jetzt nämlich ganz gerne was ausprobieren. Und zwar in Giants. Wenn wir jetzt Charlotte rausnehmen, Megan reinnehmen. Lagmon. AP, okay. HP, Wind, ja. Die ist nicht geruht, da könnte man auch noch... Ja, warte mal. Bevor wir da jetzt mal gleich wieder in Giants reingehen, möchte ich mal ganz kurz was wegen der Hua gucken. Und zwar die Hua-Tempo. Was haben wir da noch? Haben wir hier noch irgendwo eine Attack-Rune? Nee. Hier oben für eine Attack-Rune oder eine Speed. Speed wäre sogar noch besser für sie. Muss ich sagen. Speed wäre sogar besser für sie, aber das ist eine grüne Speed. Das lohnt nicht. Die grünen lohnen nicht. Was haben wir denn hier oben? Na gut, das Lagmon, die... Okay, lassen wir Huak irgendwie nicht wirklich. Wie sieht's mit ihm? Ja gut, das bringt uns eh gerade nicht weiter. Emma. Nee. Okay, wartet mal. Wir gehen jetzt... Gut. Wir gehen jetzt erst nochmal auf Giants und versuchen uns mal ganz... Ich möchte wissen, wie das läuft, wenn ich es jetzt mit Megan mache. Das interessiert mich jetzt. Das ist jetzt nicht abgetunt, das Team, ja? Also sprich, Megan wird auf jeden Fall langsamer sein, wird wahrscheinlich als drittes drankommen, nehme ich mal an. Lagmon, Bernard, Bella ist noch davor, das... und die bufft nicht mal, die blöde Kuh. Okay. Nicht aufregen. So, jetzt hat sie mal gebufft. Ja, wow, das hat es gelohnt, Megan, Mann. So, Bernard. Okay, ist auf Cooldown. Ich sag nichts. Ja, Megan, ich sag nichts. Ich drück nochmal ein Auge zu. Solange du es gleich richtig machst, ist alles gut. Wow.
RIP. Was könnte man ändern? Gehen wir mal von dem kompletten Team weg. Lagmon würde ich drin lassen. Bella bleibt drin. Megan bleibt drin. Bernard bleibt drin. Wir brauchen noch was etwas tankigeres. Da fehlt was. Da fehlt da Vero. Das ist auf jeden Fall klar. Oder ein Kona oder irgendwie sowas. Das fehlt natürlich sehr stark. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Allein weil du einen HP-Leader hast, was wesentlich gut ist, was für alle hilft. Auch eine Megan, auch ein Bella, auch den Bernard. Das ist halt so das Ding. Ich meine, du hast jetzt sehr wenige Monster. Man kann nicht so viel damit rumtesten, wie man denkt. Erhöht die Angriffskraft mit Perna. Ich würde es, glaube ich, echt gerne mal probieren. Denn warum man Feuermonster in Giants mitnehmen kann, das liegt zum einen daran, weil die Feuermonster die Turrets, sprich die jetzt links und rechts sind, fokussieren. Und das ist in einer Hinsicht gut, weil die den meisten Schaden machen. Ja, sprich, wenn die jetzt schnell weg sind, ist das Team nicht so krass in Gefahr. Das ist gerade der Hauptzweck, warum ich Perna jetzt mit reinnehme. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Juan mein Team habe, dass mir die Türme nicht auf den Sack gehen. Das Ding ist nur, sie müssen es natürlich auch fokussieren. Wenn nicht, gut, Pernacon hat ja eh ein zweites Leben, ne? Wenn sie jetzt abkratzt, ist es nicht mal so verkehrt. Und sie hat noch einen coolen Heal nebenbei. Ja, das ist jetzt nämlich mal, wie gesagt, nicht mal so schlimm. Und ich meine, pro Stage resettet sich es auch wieder. Sprich, wenn wir jetzt einen weiter sind, ist es wieder da. Ne, das meine ich. Aber ich bin mal gespannt, ob das lübt. Ich schätze nicht, weil die Monster einfach noch zu squishy sind. Ist einfach mal meine Vermutung. Das Ding ist auch, ich kann gleich noch mal ein bisschen deine Runen angucken, aber du hast nicht viele Runen. Das ist halt so das Problem, ja? GB10, safe Lauf. Okay, es resettet sich nicht. Ich hatte damit. Ich war eigentlich. Ist das nicht so wie bei Theomas? Okay. Hätte ich jetzt eigentlich mit gerechnet. Aber gut, das ist dann RIP. Das Ding ist, ich kann nicht viel rumprobieren, weil du nicht so viele Runen hast. Was ich jetzt nochmal probieren könnte, gut, die sind nicht wirklich aufgewertet. Das kann man aber auch selber machen. Da hat nichts mit Free Rune Removal zu tun. Megan würde ich dir auf jeden Fall raten, ein bisschen aufzubauen. Vor allem, wie gesagt, du hast keine Shen. Ich würde Charlotte rauslassen, schon allein wegen den Multi-Hits. Die ist auch noch nicht so weit. Also, was ich dir raten würde oder was ich dir als Hausaufgabe mitgeben könnte, Vero fusen, dann ihn als Lead machen, Lagmon, Megan, vielleicht noch zum Sixstar machen. Vero halt zum Sixstar, klar. Bernard muss nicht Sixstar sein. Aber die zwei sollten, also Vero, Megan sollte mindestens Sixstar sein. Die natürlich noch leveln. Dann das, also Lagmon, Bella, Megan, Bernard, Vero und das war's. Als Team nehmen. Das müsste safe sein. Da ist es einfach nur Runenoptimierung. Lagmon ist im Großen und Ganzen eigentlich, also er könnte natürlich noch mehr Schaden machen, wenn die ein bisschen aufgewertet wird und all so ein Kram. Bei Bella ist es, die, ich finde die eigentlich gut. Ich weiß nicht, was da das Problem ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach noch zu langsam. Was man natürlich auch noch probieren könnte, mal ganz kurz, da der Lucian stärker ist als der Lagmon bei dir. Wenn wir das jetzt mal so machen, wir machen das eher. Perna nehmen wir mit, genau. Perna, Lucian nehmen wir mit. Bernard, dann Megan und Bella. Weil der Lucian, glaube ich, macht es ein bisschen, also er macht es schneller, er macht die Zwischenstages, hoffe ich, safer. Ich bin im falschen Dungeon, merke ich gerade. Huch! Aber egal, können wir auch mal gucken. Vielleicht lübt das ja, wer weiß. Vielleicht habe ich das ultimative Team zusammengebaut. Man munkelt. Das wäre mega funny, aber ich schätze mal nicht, ne? Bin ich in Dragons reingegangen? Wie habe ich das geschafft, in Dragons reinzugehen? War wahrscheinlich Gewohnheit. Aber mal gucken. Vielleicht lübt das ja. Das wäre jetzt mega funny, aber bezweifle ich sehr stark mit zwei Windmonstern. Spätestens beim Drachen kackt's ab. Aber es wäre so mega lustig. Das war jetzt ein Versehen, sorry. Ja, das Perna-Rip. Ach, wurde die Passive schon rausgeholt? Okay. Gut. Wie gesagt, das war gerade ein bisschen Rip von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie ich auf Dragons gekommen bin. So, hier wollten wir rein. Und zwar ihn austauschen durch ihn. Ich habe mich schon gewundert, warum das Team komplett anders umgestellt war, was ich gar nicht zusammengebaut habe. Aber okay.
egal. Also Perna wird natürlich auch noch ein bisschen besser. Deswegen, ich glaube, wenn sie tanky ist, würde sie auch noch mal wesentlich mehr machen. Ich könnte mal gucken, ob ich sie tanky rune, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Vielleicht will sie auch Damage haben. Das ist halt das Ding, weswegen ich das halt nicht so gerne mache, ja. Ist jetzt eine Ausnahme gewesen, dass ich überhaupt ein bisschen was geruhnt habe. Aber das Ding ist halt auch, es ist schwer, was zu ruhen, wenn du nicht viele Runen hast. Du hast mehr graue und, wow, RIP. Naja, die ist noch viel zu squishy, die Perna. Ja, die ist noch viel zu squishy. Was hatten wir schon ausprobiert? Lagmon, Lucian und so hatten wir auch ausprobiert, oder? Hatten wir das ausprobiert? Ja, hatten wir ausprobiert, ne? Ja, doch, hatten wir ausprobiert. Oder? Wir können es gleich gerne nochmal ausprobieren mit Lagmon Lead. Das ist schwer. Also, deine Perna jetzt hier reinzunehmen, ist keine gute Idee. Allein, weil sie noch zu squishy ist. Sie kriegt einfach zu krass auf der Umme. Sieht man, die ist ja fast One-Hit. Da fehlt einfach noch ein bisschen die HP. Wenn sie jetzt RIP ist, ist sowieso RIP. Wird sie auf jeden Fall sein. Ja. Ist ein bisschen schade, ne? Ist ein bisschen schade. Aber ich will probieren. Es wird bestimmt irgendwie klappen. Versuchen wir es nochmal so. Aber ich glaube, das hatten wir schon. Ich weiß nur nicht mehr, woran es gescheitert ist. Wer ist denn gestorben? Megan? Oder Bella? Irgendwer war gestorben, aber ich weiß nicht mehr, wer. So, Lagmon macht, was Lagmon macht. Bella ist dran. Megan bufft mal zur Abwechslung. Ist ja der Hammer. Okay. Es hat funktioniert. Nur verdammt knapp. Ja, verdammt knapp. 2 Minuten 40, es geht sogar. Sehr knapp. Das lag unter anderem daran, wie weit sind deine Türme? Das interessiert mich jetzt gerade mal. Wie weit sind deine Türme? Okay, du hast nicht mal einen Turm gebaut. Das macht auch nochmal viel aus. Türme bauen, würde ich dir raten, in die Richtung langsam mal zu gehen. Vor allem Tempo, Attack, HP, auch noch sehr wichtig, vor allem in Dungeon. Also die drei hier, Antikes Schwert, Kristallaltar und Himmelsstamm. Das sind so die Sachen, die ich dir am Anfang raten würde. Crit Damage kann man später auch noch machen, natürlich. Aber ich glaube, HP und Attack sind die Hauptsachen, die dir am Anfang wesentlich mehr helfen. Vor allem am Anfang. Also da würde ich echt drauf gucken, ob das eventuell machbar ist noch. Zusätzlich zu den und den Shop ein bisschen weiter ausbauen. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja. Ich kann jetzt noch mal ganz kurz was gucken. Bernard. Also hier kommt noch ein bisschen mehr HP drauf. Hier kommt noch ein bisschen mehr Attack drauf. Also da. Also ich würde dir raten. Ich glaube, groß an den Runen muss ich jetzt am Anfang erstmal nichts mehr verbessern. Vor allem du, wie gesagt, du hast sehr viele graue Runen und grüne Runen. Die würde ich sowieso nicht gerade nehmen, nicht sehr gerne nehmen. Wichtig ist es bei dir jetzt einfach, die zum Beispiel ein bisschen höher zu bringen. Auch wenn die Subwerte scheiße sind, aber das macht am Anfang viel aus. Dann Lagmon und so. Also man hat gesehen, es klappt mit dem Team, mit Megan. Weil es wie gesagt den Deathbreak so ein bisschen auskontert, ja. Megan sollte einfach nur gucken, dass du sie noch tankiger kriegst auf alle Fälle. Ein bisschen mehr Accuracy reinkriegst. Vor allem bei Dragons später. Ein bisschen schneller kriegst. Dass sie am besten so vor... Ja, Lagmon ist halt automatisch der schnellste allein, weil der halt mit Speed skaliert. Dass da, sagen wir mal, Lagmon drankommt, dann Bernard und dann am besten Megan drankommt. Das würde ich noch ein bisschen ausklügeln. Könnte passieren, dass das sowieso der Fall ist, wenn du die Rune ein bisschen aufwertest. Können wir mal ganz kurz vergleichen. Ah, nee, da fehlt noch ein bisschen mehr. Aber das würde ich dir raten. Ich baue jetzt nichts weiter an den Runen rum. Wie gesagt, es funktioniert mehr oder weniger. Es ist nicht hundertprozentig safe, das Team. Nehme ich stark von aus. Ein bisschen luckabhängig, ob Megan den Buff richtig setzt und all so ein Kram. Das ist halt alles so ein bisschen random-mäßig. Runenfarm. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Viel mehr Runenfarm und nicht in dem Szenario. Versuch am Anfang, wenn das nicht klappt, in GB10 gehen, GB8.
Ja, geh einfach so in GB8 rein. Das sollte eigentlich funktionieren. Du kannst auch dann, weil das jetzt natürlich Windgolem ist, sagen wir mal, anstatt Bernard oder Legmon, wobei eigentlich nicht, eigentlich eher Megan, meinetwegen versuchen es mit Hua zu machen, wenn du die ein bisschen geruhnt hast oder so. Shannon ist halt, wie gesagt, immer noch Beste, was du machen kannst, sie in Shannon bauen, aber es sollte mit Megan irgendwie machbar sein. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Däumchen freuen, ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Haut rein, tschüss!